Moin Leute, was geht ab und willkommen hier zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Mario Odyssey ist natürlich nicht beendet, keine Sorge. Jetzt fangen wir aber mit einem neuen Let's Play an, was natürlich noch neben Mario Odyssey dann als Zweitprojekt dann immer als zweites Video am Tag laufen wird. Das ganze Projekt wird, denke ich mal, nicht so lang sein, und zwar wird es nämlich Bowser's Fury sein. Das Ganze wird wahrscheinlich nur so 10 Parts oder so haben werden, weil es so ungefähr eine anderthalb Woche abgeschlossen haben, das Ganze. Damit fangen wir heute aber an mit dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, ich nutze den ersten Part generell ein bisschen, um zu erklären, um was es sich bei dem Spiel handelt. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal rein. Ich kann auch dann während des Spielens an sich dann das Ganze noch ein bisschen erklären, denke ich mal. Und damit geht's jetzt ab. Los geht's rein in Bowser's Fury. Ja, ist ein bisschen längerer Ladebildschirm, aber da geht's auch schon los. Ja, und zwar befinden wir uns nämlich dabei in dieser Standard Mario 3D World Ebene, wo wir uns auch im normalen 3D World Game am Anfang befinden, aber finden da ein bisschen komischerweise Tinte auf dem Boden und ein Symbol, was wir bereits aus Mario Sunshine kennen, jetzt aber in dieser schwarzen Tinte. Und da werden wir eingezogen oder eingesogen in das Ganze. Ich spiele das Ganze auch blind. Ich habe zwar erst ein paar, also ich habe ein, zwei Parts von dem kompletten Game schon mal von dem Let's Play gesehen. Aber ansonsten spielen wir das Ganze komplett blind hier. Und damit sind wir jetzt ja auch im Game angekommen. Ich denke mal, wir müssen springen. Ja, okay. Wir müssen springen. Und erstmal ein bisschen was zur Steuerung. Also es gibt keinen Triple Jump. Es gibt keinen Triple Jump. Es gibt einen kleinen Hechtsprung. Es gibt einen kleinen Hechtsprung, das gibt es auf jeden Fall. Natürlich können wir nicht wie bei Mario Odyssey Cappy werfen, das ist natürlich nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt aber einen kleinen Hechtsprung hier, der aber wirklich nicht allzu groß ist. Und frage ich mich ja schon, wie ich hier hochkommen soll. Eigentlich soll ich hier gar nicht hochkommen, aber wir können es ja mal probieren. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht mal, es gibt noch diesen Wirbelsprung hier auf jeden Fall. Dann kann man natürlich eine Stampfattacke machen. Und kann dann noch rollen. Aber ansonsten, ja, gibt es noch den Weitsprung. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mal so viel andere Steuerung. Also da hat das Spiel jetzt hier auf jeden Fall jetzt nicht allzu heftig viel. Aber was ist hier los? Da vorne können wir schon leicht was sehen. Eine Silhouette, die uns vielleicht bekannt vorkommen sollte. Eine sehr, sehr große Silhouette von einem Gegner, den wir schon mal gesehen haben. Hier sind auch ein paar, ein paar Bowser-Blöcke. Da wäre er gerade eben fast gestorben. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen hier mal über das Schiff weiter. Und da vorne wird er aktiviert. Der Fury Bowser. Das ist nämlich, ich muss hier mal gucken, dass ich jetzt nicht instant im Tutorial erschlagen werde. Vielleicht gar nicht mal, wie kann ich gehen? Ach ja, so kann ich gehen. Okay. Ich wusste gerade nicht mal mehr ganz, wie man gehen kann. Boah, was geht denn hier jetzt alles ab? Boah, komm, Fury Bowser, schieß mal diese Blöcke hier kaputt. Ja, mach sie mal kaputt. Okay, chill dich. Zack, und damit haben wir die Cat Shine eingesammelt. Eine Katzeninsigne. Lass den Leuchtturm erhellen. Ja, und damit haben wir jetzt hier praktisch diese ganz kurze Tutorial-Einführung abgeschlossen, wenn man es so nennen will. Denke ich mal, dass es ungefähr, ja, wir nennen es jetzt einfach mal Tutorial-Einführung, haben wir jetzt damit abgeschlossen. Und ja, damit haben wir jetzt hier den ganz normalen Katzensee freigeschaltet, wenn man das nennen will. Und zwar spielt nämlich dieses Game in einem, naja, sagen wir jetzt mal, Side-Game von Mario 3D World. Und zwar nämlich in dem, ja, im Katzensee. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt Katzensee heißt.
oder wie auch immer jetzt das ganze Ding hier heißt. Ich glaube, es ist der Katzensee. Ich muss ja wirklich aufpassen, dass ich nicht komplett runterstürze. Und zwar ist das nämlich ein etwas kleineres Open-World-Game, was insgesamt daraus besteht, dass man hier Insignien sammeln kann. Solche Katzeninsignien, wie wir jetzt auch schon da oben rechts angezeigt bekommen. Ich glaube, insgesamt gibt es 120 und die sind so ähnlich versteckt wie in Mario Odyssey. Ja, hier ist zum Beispiel ein Pilz gewesen, hier war jetzt keine. Die sind so ähnlich versteckt wie in Mario Odyssey. Aber als Veränderung zu Mario Odyssey können wir da vorne nämlich schon was sehen. Und zwar, Mario, du machst ja gerade eben, ich will eigentlich noch ein bisschen smoother machen. Und zwar haben wir hier nämlich einen, ja, uns schon bekannten Charakter. Und zwar nämlich Bowser Junior. Der uns hier gerade eben erklärt, dass irgendwie Bowser zu Fury Bowser wurde durch diese schwarze Tinte oder was auch immer. Es scheint, Bowser Junior ist in Schwierigkeiten geraten. Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, wir können ihm natürlich nicht ganz vertrauen. Naja, Bowser Junior ist jetzt nicht der vertrauenswürdigste. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber er ist zu groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurück zu verwandeln. Ja, das ist natürlich hier... Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten, aber ich würde alles dafür tun, Papa zu retten. Also... Bitte hilf mir, Mario. Ja, da können wir ja mal eine Ausnahme machen. Bei Bowser Jr. Das eine Mal geht bestimmt eine Ausnahme. Und ja. Es scheint, du hast dich mit Bowser Jr. zusammengetan. Aber wie viel Hilfe willst du dir überhaupt? Bowser Jr. Ja. Inzwischen keiner. Wenig Hilfe und viel Hilfe. Ich würde mal wenig Hilfe machen, das ist der Standard. Du hast Bowser Jr. um wenig Hilfe gebeten. Du kannst diese Einstellung später im Plus-Menü unter Optionen ändern. Eine Sache noch. Wenn du einen Joy-Con oder eine mit einer zweiten Person teilst, kannst du diese Person Bowser Jr. steuern. Wähle hierfür einfach im Plus-Menü den Zwei-Spieler-Modus auf. Und ja, damit sind wir jetzt hier praktisch schon ganz normal im Game drin. Wir haben jetzt hier Bowser Jr. Und ja, damit sind wir jetzt praktisch schon mal im ja, komplett Basic-Game ist hier schon mal drin und sind jetzt eigentlich schon mal mit dem Tutorial jetzt an der Stelle fertig. So, und damit bin ich jetzt auch nach einem ganz kurzen Cut mal wieder im Game drin. Und zwar hat sich nämlich mein OBS verabschiedet gehabt. Das musste ich dann ganz kurz mal neu starten. Und ja, das ist praktisch das komplette Spiel. Wir sind hier nämlich in der Katzeninsel, wenn man das Ganze so nennen will. Deswegen, ihr könnt hier schon sehen, alle Gegner, die wir hier antreffen, ja, Bowser Jr. hilft schon ein bisschen mit, bestehen aus Katzen. Alle haben Katzen-Power-Up erhalten. Ob es jetzt die Cheep Cheeps da vorne sind, ob es die Gumbas sind, ob es jetzt diese Typen da vorne sind, ob es die Bäume sind, ob es jetzt die Möwen hier sind. Alles hat was mit Katzen zu tun, denn wir sind hier nämlich im Katzensee. Und ja, du schwörst jetzt immer. Denn wir sind hier, wie gesagt, im Katzensee. Und unsere Aufgabe besteht darin, genug Insignien zu sammeln, um das Ganze hier abzuschließen. Hier hat Bowser Junior auf irgendwas gezeigt. Okay, hier sind ein paar Münzen. Danke, Junior, hast du mir gut gezeigt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel auch eine neue Aufgabe. Und zwar nämlich Sanftbotenküste. Lasst den Leuchtturm erleuchten. Ja, es hat Bowser Jr. mal ein bisschen mitgeholfen, die ganzen Teile hier jetzt zu töten. Warum wir das Let's Play jetzt hier, also dieses, ja, es ist ja praktisch. Oh, jetzt gleich was. Oh, jetzt gleich eine Katzencoin. Okay. Ah, da müssen wir ja, das sind sowas wie die Mini-Monde aus Mario Odyssey. Wir müssen einfach 5 Katzencoins sammeln. Und dann haben wir anscheinend eine Mond-Insignie. Genau, Katzeninsignie. Und es war nämlich erstmal. Ach, hier ist auch noch was. Okay, nice. Bowser Jr. hilft schon mal ordentlich. Warum jetzt das Ganze hier jetzt kommt vor Mario 3D World? Denn das wollte ich auch noch machen. Okay, da oben ist auch noch was. Hey, hier sind überall Katzen. Warum jetzt das Ganze vor Mario 3D World kommt, hat den ganz einfachen Grund. Hey, Kamera, du bist perfekt, danke. Hey, hier sind überall Katzen. What the fuck, ich kann die Katzen erleben. Denn das hat nämlich den ganz einfachen Grund, dass ich habe zwar Mario 3D World schon mal gespielt. Leute, ich muss hier wieder hoch. Ich habe nämlich schon mal Mario 3D World gespielt. Ist, oder der Unterschied. Oh, ist noch eine Coin. Der Unterschied zwischen Mario 3D World und Mario 3D World auf der Wii U und Mario 3D World auf der Switch ist aber derjenige, dass. Oh, what the fuck, ich habe übelst weggegeatet. Ist nämlich der Unterschied, dass man hier in dem Switch-Port sich insgesamt 20% schneller bewegen kann.
Und das ohne, dass man es unbedingt will. Also man bewegt sich permanent 20% schneller. Denkt sich jetzt vielleicht der ein oder andere so, ja, ist ja jetzt nicht so heftig viel. Oh, hier ist noch eine Coin. Hey, da oben ist noch eine Insel. Ja, nice. Aber das Ding ist, das ist auf jeden Fall einiges. Die 20% sind auf jeden Fall einiges, womit ich erstmal klarkommen muss, bevor wir dann hier das Main Game, sage ich mal, spielen. Deswegen ich das hier dann ein bisschen zum Einüben nehme. So, jetzt sehen wir hier schon, es regnet. Das bedeutet, dass der... Ich bin komplett runtergefallen. Das bedeutet, dass der Fury Bowser hier nämlich jetzt rauskommt. Denn der Fury Bowser ist nämlich praktisch wie ein Boss, sage ich mal. Der immer in der Mitte ist von der Map. Und der, ich glaube, alle 5 Minuten rauskommt. Und dann ist nämlich dieser große Fury Bowser hier. Dieser Wut Bowser. Den wir einfach warten müssen, bis er nach einer Zeit wieder verschwindet. Oder wir halten, ich will die ganze Zeit Mooncoin sagen, aber eine Cat-Shine-Coin, keine Ahnung, wie die jetzt heißt, in der Zwischenzeit einsammeln, währenddessen der hier da ist. Oh mein Gott, das war jetzt, ich hätte mich verstecken müssen. Und ja, das ist dann nämlich hier dieser gigantische Typ da vorne, dieser gigantische Bowser. Ich würde hier vielleicht ganz gerne hinter so eine Stelle hier hinter. Denn das sieht ja so ein bisschen danach aus, wie jetzt wird es hier gerade ein bisschen eskalieren gleich. Hier ist auch noch ein Teil auf dem Boden. Okay, sind ein paar Münzen drin. Ist jetzt aber erstmal nichts so Besonderes. Hier ist auch noch was. Ach komm, aktivier es. So, so. Ach, warte mal, sollen wir die Teile kaputt machen, die Schilder? Oder warum haben die Schilder gerade eben beleuchtet? Oh, yo, er hat mich gehittet. Aber hier ist eine Cat-Join. Cat-Join, genau, eine Cat-Coin. Okay, let's go. Dann haben wir noch eine Katzencoin. Irgendwie das Let's Play ist bis jetzt gerade eben ganz schön chaotisch. Ich weiß, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gerade nicht mal selber, was hier gerade ganz genau abgeht. Auf jeden Fall haben wir jetzt ja irgendwie random eine Catcoin bekommen. Und haben dadurch hier Fury Bowser besiegen können. Und haben dann, ich glaube, die Catcoin... Okay, da vorne ist eine Katzeninsigne abgebildet. Die habt ihr jetzt meine Facecam gar nicht gesehen. Aber da vorne ist anscheinend irgendwo eine... Katzen-Siegen, ja. Da vorne ist noch so eine Coin. Vielleicht. Ne, die hatten nichts mit denen zu tun. Also das ist jetzt wieder eine andere. Jetzt wurde hier der Bereich gerade eben da unten entladen. Und das ist wieder eine andere. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal das Pad, damit wir hier ein bisschen schneller uns fortbewegen können. Und dann gucken wir jetzt mal hier vorne, ob wir jetzt hier noch was finden. Und zwar, was hier nämlich gerade eben, glaube ich, dafür gesorgt hatte, dass... Eisenblock. Zack. Oh, noch ein Cat-Dingsbums hier. Und zwar, was uns nämlich gerade eben... Ey, Bowser Junior, kannst du mal bitte... Ja, danke schön. Ja, danke schön, dass du es gemacht hast. Nice, dann will ich gleich noch Feuer Mario. Und zwar, was uns nämlich hier gerade eben diesen Weg zu der Cat-Schein freigemacht hat. Jo, was ist denn das da vorne? War nämlich Bowser. Und zwar gibt es nämlich noch, soweit ich weiß, solche Bowser-Blöcke, die können nur von Bowser zerstört werden und dahinter befinden sich ab und zu Monde. Und da hatte der gerade eben random irgendeinen Block zerstört. Deswegen hatte das dann gerade eben so extrem random gewirkt, warum wir jetzt hier gerade eben das Ganze bekommen haben. Und, ah, hier, damit können wir es ausführen. Okay. Und jetzt frage ich mich gerade eben, was ist das davon? Was ist das hier? Mal gucken. Ist das... Es ist Luigi! Es ist ein Dark Luigi! What the fuck? Luigi? Bleib stehen! Nein! Halt dich doch fest! Mario! Bist du irgendwie... Hey, wo ist er hin? Ich sehe nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Wo ist die Kamera? Wo ist Luigi? Hä?
ist denn der Typ jetzt hin? Ach, da oben. So, denn ja, ich weiß, dass es hier... Ach, hier ist er. Denn... Zack, damit haben wir. Damit haben wir ihn. Und ja, das ist praktisch das komplette Game. Es ist... Okay, damit haben wir jetzt hier anscheinend an diesem Lootstrand jetzt hier alle Coins eingesammelt. Da vorne sehe ich aber noch was, wo was ist. Und zwar nämlich in der Nähe des Leuchtturms. Da vorne ist auch noch mal was. Aber da oben. Da oben auf diesem einen Baum oben drauf. Okay, jetzt sind ja irgendwie diese Dodo-Viecher dort weg. Hier vorne auf dem einen Baum ist noch so eine Catcoin drauf. Oh, Leute. Oh Gott. Es sind noch solche Viecher. Wo ist denn der Baum? Ja, wo ist denn der Baum jetzt? Hä? Da war doch gerade ein Baum, wo eine Catcoin drauf angezeigt wurde, oder? Oder bin ich gerade irgendwie blöd? Ja, bin ich gerade blöd oder ist das irgendwie... Ich bin, glaube ich, gerade blöd, oder? Hä? Das war doch der Baum. Das war doch der Leuchtturm, oder? Ja, das war der Leuchtturm. Dieser Leuchtturm möchte dir etwas ans Licht bringen. Okay. Das Licht eines Katzeninsignens lässt das klebrige, dunkle Zeug verschwinden. Manche der Katzeninsignien können jedoch ein wenig schüchtern sein. Solltest du nicht fündig werden, sieh dich auch auf anderen Inseln. Inseln mit Leuchttürmen sind immer ein guter Startpunkt. Am besten suchst du dir einen hochgelegenen Ort und suchst von dort aus die Umgebung an. Ist ja schön und gut, aber wurde hier gerade eben nicht ein Baum angezeigt, wo ich so eine Catcoin drauf sein soll? Also kann auch sein, dass ich gerade eben... Oh, ein Bumerang finde. Kann auch sein, dass ich gerade eben komplett dumm bin. Aber wo ist dieser Baum? Ich kann auch noch mal was gucken, und zwar nämlich... Oh no. Oh no, das wurde jetzt ganz knapp nichts. Gut. Ich finde jetzt hier gerade eben den Baum nicht. Also wie gesagt, da vorne wird zwar was angezeigt, aber das ist nicht die Catcoin, nach der wir suchen. Aber okay, gut. Dann würde ich sagen, rufen wir hier einfach noch mal ein bisschen weiter raus, denn der Part geht jetzt noch nicht so lang. Ich glaube, der Part geht jetzt ja erstmal irgendwie 17 Minuten oder so. Ich denke mal, ich werde das Projekt immer in so ungefähr halbe Stunden Parts einteilen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt immer noch ein bisschen weiter und suchen... Oh, hier ist noch eine... Ey, hier ist noch eine Feuerblume. Okay, Bowser Jr. hat ja was zu melden. Okay, hier sind noch ein paar Coins. Nice. Und dann würde ich sagen, schauen wir... Okay, das geht nicht. Schauen wir uns hier mal diese Insel jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Hier ist irgendwie... Das ist eine Fläche, die vorausgesetzt oder ausgelegt ist für die Katze. Dankeschön. Wow! Wow! What the fuck? What the fuck? Okay, hier haben wir... Zack, wir können auch die Teile mal noch ein bisschen hier töten. Ah, jetzt checke ich auch, was das für Blöcke sind. Ach, das sind solche Blöcke, die sich immer dann umdrehen, wenn man springt. Ach so, ich habe gedacht, das sind solche, wo man warten muss. Aber okay, gut. Damit haben wir hier noch so eine Catschein, noch eine Katzeninsigne. Und damit haben wir auch schon auf der Ebene hier den Leuchtturm freigeschaltet. Und ja, es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Okay, da hinten ist also jetzt die Gigaglocke. Okay, dann würde ich sagen, dann wird der Part heute vielleicht doch nicht eine halbe Stunde lang. Dann würde ich sagen, sammle ich jetzt hier nochmal schnell die Catcoin hier ein, damit wir das Ganze nicht verpassen oder vergessen, besser gesagt. Und dann würde ich sagen, Bowser Junior, naja, nee, das musst du. Dann würde ich sagen, beeilen wir uns jetzt, damit wir zu der Catcoin dort vorne hinkommen. Catcoin, zu dieser Katzenglocke. Denn ich glaube, es gibt Giga-Fights. Denn es gibt ja diesen riesigen Bowser. Und ich glaube, ich habe die letzte Catcoin gesehen. Oder Cat-Münze, die wir gesehen, die wir noch brauchen.
Und zwar gibt es Gigafights. Und zwar ist ja dieser Bowser riesig. Und dementsprechend kann man sich nämlich, wenn man immer genug Kettenmünzen sammelt, dann auch mit so einer Glocke hier verbinden. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch weiß über das Game. Ansonsten bin ich jetzt komplett blind. Und damit können wir jetzt nämlich auch gegen Giga Bowser fighten. So einem extrem nice aussehenden, riesigen Mario-Katzenlöwen irgendwie. Okay, damit können wir jetzt gegen Bowser fighten. Holy shit, ich komme gerade gar nicht mit der Steuerung klar. Bowser. So. Jo, Bowser. Okay, er hat uns gerade fast eben. In diesen einen Bereich hereingeheatet. Okay, wir haben ihm einen guten Critical Hit gegeben. What? Mario! Ich brauch doch die Katze! Jetzt bin ich keine Katze mehr! What the fuck? Ja, Bowser, dein Schuss war gerade eben ganz schön scheiße, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Dann spring jetzt nochmal, Bowser. Dann spring jetzt nochmal. Und jetzt geben wir den Final Hit. Zack, Junge! Und damit haben wir Bowser voll eine reingedrückt. Und ich glaube, das war ein ganz schöner Critical Hit an Bowser. Let's go. Das sieht so aus, wie als wäre es ein guter Hit an Bowser gewesen. Bowser hat auf jeden Fall ordentlich eine reingeschellert bekommen. Geschellert, geschaddert. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und da ist ein Gegenbogen. Ein Katzenregenbogen. Perfekt. So muss das Ganze auf jeden Fall sein. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt damit mit dem ersten Part von diesem, okay, hier kommen jetzt irgendwelche neuen Inseln jetzt noch zum Vorschein, die ganz schön gigantisch aussehen. Sind wir jetzt damit mit dem ersten Part, welcher sehr, sehr chaotisch war, oder auch sehr chaotisch ist, dann jetzt auch damit erstmal am Ende angekommen. Wir haben ziemlich viele neue Sachen jetzt schon freigeschaltet. Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch was zu sagen. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Er ist wieder in den See hinabgesunken. Aber glaub mir, meinen Papa zu schlagen, reicht das nicht. Er braucht nämlich eine richtige Erleuchtung. Um das zu erreichen, müssen wir mehr Katzeninsignien finden. Es ist noch mehr von dem klebrigen Zeug verschwunden. Also gibt es bestimmt neue Inseln, die wir erkunden können. Lass uns auf der Karte nachsehen und dann los. Auf geht's, Mario. Ja, und hier können wir nämlich diese komplette Karte sehen. Von diesen kompletten Gegenden, die wir hier bereisen können. Ich glaube, wenn wir immer solche halbe Stunden Parts machen, können wir es, glaube ich, ganz gut schaffen, das komplette Projekt dann vielleicht so 10 Parts abzuschließen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Part ist jetzt leider natürlich ein bisschen kürzer. Das soll es aber trotzdem erstmal an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Part. Haut rein. Bis dahin und ciao.